Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Village. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer gemütlichen Runde Horror und Schatzsuche. Ich muss jetzt noch mal kurz was gucken. Ah, alles klar, das ist der richtige Speicherpunkt. Weil ich hatte vorhin den falschen Speicherpunkt geladen. Und ja. Hab schon gedacht, weil ich habe nämlich vergessen zu speichern, als ich rausgegangen bin. Aber hier hat es Gott sei Dank eine automatische Speicherfunktion auch. Ja, ich glaube, das sieht man dann oben. Oben rechts so ein kleines Aufblitzen dann. Dass es dann so zwischendurch gespeichert hat. Okay, aber ich will auf Schatzsuche gehen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Also, ich gehe jetzt nochmal zurück ins Dorf. Ne, gehe ich nicht, weil hier habe ich dieses Geigenhaus von diesem Geigenbauer. Da habe ich leider keinen Schlüssel. Den brauchen wir. Aber hier oben. Ich gehe nochmal zu Luises Haus. Da haben wir auf jeden Fall einen Schatz. Den möchte ich gerne haben. So, und ich gehe auch da mal davon aus, dass die Feinde wieder da sind. Warte mal, wie viel Schuss haben wir denn? 7. Das ist gar nicht mal so doll. Pistolentechnisch, wie schaut's aus? Bisschen besser, aber überzeugt mich gerade nicht wirklich, weil die Werwölfe sind der Hammer. So schnell, so agil. Vor allem, wenn die jetzt so eine Rüstung tragen. Was habe ich mit der Schrotflinte gebraucht? Oh, Entschuldigung. Das waren locker 10 bis 12 Schuss. Wenn nicht sogar mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Also es war auf jeden Fall eine Menge. Ich muss auf jeden Fall einmal nachladen. Ah ja. Jetzt liegt hier eine Schatulle. Oh, Munition. Oh, was liegt denn da noch? Ja, nee, oder? Kriegen wir einen Granatwerfer? Ja, wie geil wäre das denn? Luises Halskette. Ach was. Magnum-Munition. Jawohl. Sag mir nicht, die sind versilbert. Oh, oh. Ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen was verkaufen, untersuchen. Magnum-Munition Kaliber. Oh, 50, cool. Der hohe Pulveranteil sorgt für kraftvolle Schüsse, die die meisten Panzerungen durchschlagen. Fuck, die werden jetzt gepanzert. Au, Backe. Ich hab's befürchtet. Kann ich mich hier einschließen? Ich glaube schon. Aber. Boah. Ey, bitte wartet noch mit den Zombies, bis ich wirklich die Waffen alle habe. Ach, Zombies sag ich schon, mit den Werwölfen, meine ich. Dann können die von mir aus tragen, was sie wollen. Ah, warte mal, was ich eh schon mal ausprobieren wollte. Da oben ist ja ein Glockenturm, ne? Passiert da was? Nö, aber schön zeitverzögert, bis der Schuss da ankommt. Könnte man quasi rein theoretisch als realistisch betrachten, oder? Ja, so ein Schuss braucht ja seine Zeit. Auf einer gewissen Entfernung. Ja. So. Ach du quietscht hier rum. Okay, ich dachte schon, hier wäre so ein Vogelnest. Ist es aber nicht. Gut, haben wir den Schatz auch schon mal abgehakt. Sehr geil. Richtig gut. Huch, huch. Entschuldigung, Entschuldigung. Wow, 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 wow. Da ist nichts mehr, aber rein theoretisch. Waren wir hier hinten? Waren wir doch schon mal, oder? Wo ist denn das? Weinberg. Schloss. Okay. Ja, rein theoretisch müsste man da nochmal hingehen, ne? Gut, jetzt gehen wir hier unten hin. Genau. Da gehen wir jetzt hin. Habe ich sonst noch irgendwo ein
Schatz vergessen? Ja, hier, ne? Und das ist doch im Schloss. Warte mal, ich kann jetzt hier nicht ziehen. So, jetzt hat. Ah, das ist doch im Schloss. Hilftix, Leute, das wird eine Folge mit nur Schatzsuchen. Ja, ich habe Lust drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, ich gehe jetzt nochmal hier durch. Ihr habt Glück. Die Zugbrücke ist oben. Komme ich da noch mal rein? Oh, Fischis. Fischi, Fischi, Fischi. Das ist Fleisch, das nehmen wir mit. Das können wir verkaufen. So. Beziehungsweise will der Zutaten machen, gell? So, dann gehen wir noch mal zu unserem Kumpel Duke. Ach du Scheiße. Ich habe euch doch gar nicht eingeladen. So, warte mal. Alter Finne. Wie ich euch nicht mag, ne? Oh, ich finde es auch gut, dass der Ethan so ein bisschen so ein Angst vorspielt. Das finde ich richtig gut. Was ist hier eigentlich? Wieso komme ich denn da nicht hin? Was muss ich denn dafür machen? Ne, will er nicht? Will er nicht? Will er nicht? Okay, geh mal weiter. Ich nehme ein bisschen Spielfluss raus, merke ich gerade. Aber wir wollen ja jetzt Schatzsuche gehen. So, Schloss haben wir schon mal. Oder können wir gerade nicht machen. So, da geht's lang zum Duke. Geh mal. Schnell zum Duke, verkaufen noch schnell das Fleisch oder beziehungsweise verteilen das Fleisch. Nochmal neu, glaube ich. So, Digga, zeig mal. Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Alles easy. Warte mal, wie war das jetzt nochmal hier mit. Was habe ich denn da? Da fehlt mir eins. Nee, warte, hier. Das können wir machen. Danke. Dann will Komplett. ich mal. Kommt sofort. Bin ich mal gespannt. Danke für deine Geduld. Hier deine Portion. Die maximale Gesundheit wurde geringfügig erhöht. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Danke für deine Geduld. Hier deine Portion. Ist beim Blocken ein bisschen ja, weniger Schaden kriege. Jo. Kein schlechtes Mal. So, da mal 3. 1-1. Was könnte ich denn noch machen? So. Da, 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 da. Die Bewegungsgeschwindigkeit, die steigt, okay. Beträchtlich, okay. Das müssen wir als nächstes machen. Also mit dem bereit mal vor, oder? Ah, danke. Weiter so. Jo, wir kriegen das auf jeden Fall voll. So. Gut, du hast hier auch nochmal was Neues. Was habe ich hier? 14.000, alles klar. Was ist denn da neu? Bin ich schon drüber gewesen, war? So, nee, hier. Das wäre der Anhänger gewesen. Okay. Der ist rot, okay. Nö, haben wir alles soweit. Die könnte man noch ein bisschen hoch justieren. Was hat denn die für eine Schadkraft? 160, du bist hier bei 150. Ja, die ist schon ein Ticken besser, gell? Aber ich bleibe jetzt erstmal bei der, weil die haben jetzt schon so schön gemoddet und hochgelevelt. Und ich glaube, die wird am Ende dann mal Lucifer-mäßig. So war es nämlich im vierten Teil, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Du hast ein Auge für Qualität. Danke. Alles easy, Digga. So, der alles weiß. Das könnte ich noch verkaufen. Also nicht die Granaten, um Gottes Willen, die werde ich nicht verkaufen.
Ich muss mich hier mal gerade mal ein bisschen neu sortieren. So, das Fleisch geht mir hier mit runter. Zack. Das braucht 2, 4 Plätze. Das ist ja... So. Die Pistole wollte ich hier hochsetzen. Genau, dann gehe ich mal die her. So. Und die wandert nach oben. So, Schicki, hier ist immer unser Platz für unser Dietrich. Ja. So. So, Dele. Das sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus. Kann man lassen, gell? Aber dieses bisschen Fleisch, das werde ich jetzt auch noch verteilen, warte. Ah, ja. Ja, ja. Es ist so gut. Entschuldigung. So, was haben wir denn hier? Mach mal. Nur nicht nachlassen. Gut. Hier kriege ich auch noch was weg. Nur nicht nachlassen. Alles gut. Warte mal, ich hatte doch hier irgendwo... Ich hatte doch vorhin was vorbereitet. Warum hat er das nicht mehr? Doch, hat er. Boah, ich bin doof, ne? Ich bin ja doof. Ich bin ja doof. Ist vorbereitet. Alles gut. Wollt schon schimpfen, aber nein. Alles top. So, Miguel. Das glaube ich, dass das ein Fest wird. So, jetzt gucke ich hier. Jetzt geht die Sortiererei wieder los, werdet ihr sagen. Da hilft nichts, das gehört halt dazu. So, richtig stark. Das lasse ich jetzt so. Bam, bam, bam. Sehr schön. Ein Fest mal werden. Jawohl. Oh, der macht sogar richtig, glaube ich, gell? Die Zigarre nicht an die Flamme. Sehr stark. Ich glaube, das ist sogar richtig. So. Wir haben die Kurbel. Wir können hier das, sag's mir schnell, die Zugbrücke runterlassen. So, ja. Möchte ich nutzen. Was passt nicht? Wieso passt denn nicht? 1, 2, 3, 4. La-di-da. Was war da auf dem Schlüssel drauf? Da ist nichts drauf. So, pardon bitte. Das wird heute eine Folge etwas ruhiger Art. Da ist nicht das Baby drin. Ah, jetzt habe ich es gedacht, ich komme da durch. Was ist denn hier los? Das ist ja ganz schön unfair. Aber hier kommen wir rein. Oh, unbekanntes Gebiet. Ah, warte mal. Was hat die gesagt? Wir gehen jetzt zur Donner, gell? Wir gehen... Ja, das geht Richtung Donner. Ich laufe hier so zielstrebig durch, ne? Hier könnte auch wieder so eine Holzziege sein. Oder irgend so ein blauer Rabe. Oder irgend so ein Vogel halt. Ach du Scheiße. Ja gut, die habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, die hängen hier Puppen auf. Bäumen sehe ich nicht richtig rein, ob da was drin ist. Boah, es ist schon bitter, es ist schon finster. Sieht aus wie die Puppe hier von
im siebten Teil. Oh, das ist ein Kinderwagen. Da gehen wir gleich lang, ich gehe dann nachher nochmal zurück. Okay, es wäre bloß eine Abkürzung gewesen. Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier einer liegt. Ach du Schande. Okay. Schon leicht beängstigend. Ja, ich finde die nicht sehr vertrauensvoll. Ich würde sagen, wir gehen wieder. Die wurde nicht vom TÜV abgenommen. Habe ich es nicht gesagt? Oh, die geht auch bestimmt kaputt, wenn wir drüben sind. Hundertprozentig. Gut, dass mit der Schatzsuche hat sie jetzt auch mal ein bisschen erledigt, weil ich komme nirgendwo rein. Ihr ein Glück? Nein. Wow, wow, wow. Bei mir. Boah, ist hier im Nebel irgend so eine Halluzination drin oder sowas? Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Mia? Wenn du mir was sagen willst, dann was hier. Rein? Okay, nicht. Rose ist anders. Hä? Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Wie kann ich nicht zerschneiden? Ich komme da nicht rein. Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Ja, du sagst es. Oh, ich muss... Komm nicht so viel, komm nicht. Was ist da los? Wo ist die Waffe? Ich da hingehe. Spinne ich jetzt? Nein, nein. Schau ich nochmal hier rum. Was steht denn da? Einmal unleserlich, warte. Oder kann ich die Tür öffnen, ohne dass da jetzt irgendwas passiert? Ach, Gott sei Dank. Aber dann F. Donna ist schon tot. Beneviento. Ich werde nicht aufs Grab gehen. Kann ich da irgendwie drumherum laufen? Das reimt sich ein bisschen, gell?
Build from the behind of flesh. Oh, she now walks the valley of death. Gute Mei, das ist, oh. Da ist der Gärtner aber ganz schön schnell, um eine neue Hecke hinzupflanzen. Okay. So, was muss ich denn jetzt hier machen? Ich will da nicht drüber laufen. Ich kann auch nicht drüber laufen, Gott sei Dank, weil das wäre ja respektlos. Mach mal nicht. Da ist auch nichts dran, gell? Gib deine Erinnerungen ab. Ja, die hat er bitter nötig, dass er die abgibt, weil die ganzen Erinnerungen aus dem siebten Teil und das, was mit seiner Frau passiert ist und dieser Quatsch hier, da braucht definitiv erstmal einen Psychologen. So, was muss ich jetzt hier machen? Ist hier noch... Da ist nichts, gell? Ah, gib deine Erinnerung ab. Warte mal, ist das das Foto? Ach, Quatsch. Was zum Teufel? Ist nicht wahr, oder? Muss ich echt das Foto abgeben? Kann hier eine Schreibmaschine bitte sein? Ah, es geht nur nach oben, ich kann nur nach oben gehen. Oh, Kacke. Come with me, Ethan. Komm mit mir, Ethan, ja. War hier nicht gerade noch eine Tür? Okay. Automatisch gespeichert da oben. Da war es nämlich gerade. Es blitzt immer noch mal ganz kurz auf. Geil schaut denn das aus? Bist du wieder heim, ha? Lampe der Päge. Draußen ist nichts mehr zu finden, okay. Okay. Oh, jetzt müssen wir da reingehen. Ich glaube, jetzt fängt der richtige Horror an. So dieser Psycho-Horror. Gehe ich mal von aus. Weil eine in schwarz gehüllte Frau mit einer Puppe, die wie Chucky rumläuft, total verrückt. Ah, guck mal. Das kann nur so laufen, so richtiger Psychotrip. So, das war's hier, ha? Krass. Sehr, sehr schön gemacht. Sonst ist hier nichts mehr, gell? Nee. Gut. Frage. Das fällt euch doch auch auf. Immer diese gelbe Schnur.
Das erste Mal war es, glaube ich, beim Schloss, bevor wir ins Schloss gegangen sind. Auf dieser kleinen Brücke, da ging ja links diese Schnur weg. Und dann hatten wir die nochmal. Wo genau, weiß ich nicht mehr, aber das war dann schon noch zwei, dreimal. Nee, ich will nicht raus, warte. Ja, obwohl eigentlich doch, ich möchte raus. Komme ich denn wieder raus? Ja, ich komme wieder raus. Gott sei Dank. Jawohl, ich fange links an. Das ist eine Truhe. Ach komm, die Pappkartons kannst du doch wegschieben. Okay, das kannst du nicht. Da, 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 da. Da, da, da. So, kurz den Raum noch checken. Sechs Uhr. Okay. Schauen wir da in den Raum. Büro mit Esszimmer, okay. Boah, das ist ja schon... Ey, wenn die sich bewegt, ne? Dann schrei ich aber wie ein Mädchen. Oh, alte Filme. Cool. Das ist auch nichts. Nee, die Puppe steht noch. Glück gehabt. Dann müsst ihr euch das nicht antun. Auf. Ja. Ach, ich bin gegen den Stuhl gekommen. Hä? Obst liegt schon ein bisschen länger da, gell? Ja. Ein leichter Pelz auf der Orange. So, was hast du denn hier noch? Da ist nichts. Ein bisschen unzweckmäßig hingestellt, oder? Oder soll das als Raumtrenner fungieren? Naja. Gut. So. Da ist auch nichts. Aber hier auf dem Tisch lag noch der... Oh, diese Nebengeräusche, gell? Also ehrlich. So, was haben wir denn hier? Okay. Eine Rezeptur. Ich kann nichts machen. Wer stellt denn solche Bilder auf? Oh, das wird ja unscharf. Das ist ein Bild voller Puppen. Ist da oben in den Töpfen was drin? Nee, gell? Ja. Oh, ich eier gerade rum. Ich ziehe mich ein bisschen. Weil das ist bestimmt so ein Psychozeug. Der war es, ist nichts. Kann ich die zerschlagen? Eine Kerbe geht. Stahlbeton, sag ich euch. Oh, warte mal, der Schatten. Ach, das ist meiner. So. Das war jetzt aber nicht der Fahrstuhl, mit dem wir gekommen sind, oder? Nein, das ist er nicht. Ich gehe nochmal zurück.
mir die anderen Räume anzugucken, bevor wir in den Fahrstuhl gehen. Aber mir geht gerade voll die Muffe, gell? Hier hinter müssen wir noch. Das ist bestimmt die Tür, ne? Da geht nichts. Das ist die Tür. Okay, mal kurz auf die Karte. Okay, hier im Foyer ist noch was. Das ist anscheinend die Donner. So eigentlich hübsch gemacht, gell? Das nicht so, aber so ist es eine hübsche Frau. Schön designt. Kann ich da die Teller runterschießen? Nee, kann ich nicht. Ich eier schon wieder rum, ne? Ja, ich merk's. Ja, ich gehe schon weiter. Weiter. So? Mal so gucken, oder? Hübsche Frau. Doch. Man sagen. Doch, sehr cool gemacht. Ja, da kann ich nicht durchkriechen. Ich dachte, man kann hier unter den Tisch durchschlumpern. Geht aber nicht. Zur Tür. Die Kisten, da komme ich nicht. Ne, komme ich nicht hinter. Ich habe ständig das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Die Bücher wiederholen sich. Da auf dem Dach ist nichts. Gerade auf dem Fußboden, weil der so unterschiedliche Farbe hat, dass da vielleicht was sein könnte. Da macht er nichts, aber hier will er was machen. Okay. Okay. Drei Augen, okay. Da, da und da. Nee, sonst kann ich hier nichts machen. Also heißt es ab in den Fahrstuhl. Jetzt war der Wind draußen. Okay, dann ab zum Fahrstuhl. Da hängt noch ein Brotkorb. Kann ich den runterschlagen? Nein. Die Töpfe? Nein. Die Puppe bewegt sich, oder? Das kannst du mir erzählen. Kann ich da nicht da die Brosche abnehmen oder so? Was ist das hier mit dem Zettel? Den kann man nicht identifizieren, was da drauf steht. Auf der Rückseite ist auch nichts. Schließen. Der Kamin habe ich noch gar nicht geguckt, gell? Aber es ist halt der Kamin.
Gut, gehen wir weiter. Okay, ab in die Fahrschule. Gut. So, jetzt geht's wahrscheinlich nur bergab, oder? Oh, es war so klar. Sicherungskasten. Schau mal hier. Cool, so eine alte Filmapparatur. Kann ich die anmachen? Da fehlt der dritte Film. Okay. Das wäre ja echt interessant. Oh, was haben wir hier? Alkaloiden? Was stand da? Von Gebirgspflanzen. Okay. Oh, warte mal, ist das nicht ein Easter Egg? Das sieht aus wie das Buch bei Resident Evil 1 in diesem kleinen Zimmer, wo man die Mixtur findet für, na sag schon, für die Pflanze 42? Oder wie man Kräuter mixt? Schade, kann ich nicht nutzen. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Oh! Ist 180 Grad Drehung, alles klar. Ich habe gerade gedacht, das Spiel will mich verarschen und. Entschuldigung. Oh. Himmel, Herrgott. Oh, man kann sich auch selber einen Streich spielen. Das ist ja ein Hammer. Dachte ich echt, das Spiel ist eine Szene oder sowas. Nee, ist aber nicht. So. Gott sei Dank. Musik. Da liegt ein zweites Gefäß. Was ist die Puppe? Oh, das ist eine Falle. Oh, cool, so eine Nähmaschine hat meine Oma auch noch. Aber die ist auf dem Tisch fest verbaut. Und ohne Kurbel, das war schon mit der Fußwippe. Voll geil. Oh, Speicherplatz. Ich komme. So. Voll gut. Okay. Hab's gefunden. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wäre eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte. Darf ich bei dir bleiben? Für immer? Was? Wo ist meine Waffe? Oh. Ach du Oh. Das sieht aus wie mir.
Okay. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut.